Sri Lanka, das angeblich schönste Reiseland der Erde. Magnet für Auswanderer aus aller Welt. 1500 Deutsche leben bereits dauerhaft auf der Insel. Auch Philipp und seine Freundin Helen fangen hier nochmal von vorne an. Genau wie Steffi und Michi. Sie alle haben große Pläne mit immer größer werdenden Problemen. Surfshop-Betreiber Michi etwa wartet bereits seit Wochen auf seine Ware. Man ist halt dann auch ziemlich abhängig. Kann ja nicht mit der Brechstange dann ins Lager gehen und mir mein Zeug holen. Yoga-Lehrerin Steffi soll bereits in 4 Wochen ein neues Hostel eröffnen. Das ist natürlich mega spannend. Ich meine, das ist wie so ein eigenes Baby natürlich auch. Helen und ihr Schweizer Freund Philipp haben alle Mühe, ihren Klettergarten für Touristen rechtzeitig fertig zu kriegen. Und dann hoffentlich ganz viel leuchtende Kinder- und Erwachsenenaugen sehe. Selbst im Paradies herrscht mitunter Zeitdruck, Hektik und Chaos. Hier im Dschungel von Merissa soll bereits in einer Woche ein Abenteuerspielplatz für Touristen eröffnet werden, die dafür etwa 17 Euro Eintritt zahlen. So zumindest der Plan des Schweizers Philipp, der hier mit Freundin Helen seit 3 Monaten fieberhaft an ihrer künftigen Existenzgrundlage schuftet. Team! 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 Doch ehe der Park in einer Woche eröffnet werden kann, muss unbedingt noch ein Kletternetz angebracht werden. Doch das ist leider zu kurz. So, da fehlt noch ein ganzes Stück. Ja. Ein einheimischer Fischer sollte das Netz knüpfen, doch... Jan, ihr seht, this side too long, this side too short. Erst verpfuscht und dann wollte der Übeltäter fürs neue Netz auch noch extra abkassieren. Mein lieber Freund, netter Vorschlag, aber ja, war dein Verschulden, also da zahlen wir nicht dafür. Und hat er auch eingesehen und wir haben uns da gefunden, war also cool. Nun endlich ist das neue Netz da. Und passt zum Glück auch. 14 verschiedene Kletterstationen hat Philipp mit seinen Schweizer Freunden auf sein 3000 Quadratmeter großes Dschungelgrundstück gebaut. Weil der Abenteuerspielplatz nicht, wie in Deutschland, vom TÜV abgenommen wird und sich die zukünftigen Gäste trotzdem sicher fühlen sollen, kontrolliert Philipp jede Konstruktion doppelt. Dann stellt sich bei ihm und Freundin Helen erstmals sowas wie Erleichterung ein. Die letzten Wochen zum Teil hat es zum Teil gar nicht danach ausgesehen, dass wir fertig würden. Es ist ja was wir uns über so lange Zeit vorbereitet haben. Das ist eigentlich wirklich ein super schöner Tag. Auch für Steffi aus Bad Kissingen, heute wird sie 36. Die perfekte Gelegenheit, um kurz zu vergessen, dass auch ihr hier bei der Planung eines neuen Lebens allmählich die Zeit davonläuft. Seit einem Jahr sucht sie ihr Glück auf Sri Lanka. Über die Monate, das ist echt eine Familie hier und ich weiß, ich kann hier halt immer herkommen. Ich bin halt für alle die Akke, die große Schwester und alle meine Malis, meine kleinen Brüder. Mali, Mali, Mali. Mali, Mali, Mali. Für Steffi steht viel auf dem Spiel. Ihren Job als Tourismus-Marketing-Expertin in Deutschland hat sie hingeschmissen. Nun eröffnet sie mit Geschäftspartner Mo ein Hostel auf Sri Lanka. Doch noch sind nicht alle Räume fertig und die ersten Gäste bereits angereist. How many nights are you planning to stay? You know, already one night, 2 nights? Probably 2 nights. Yes, 2 nights. Yeah. Außerdem planen die beiden ein Restaurant im Haus zu eröffnen. Steffi ist in ihrem neuen Job als Hostelmanagerin voll gefordert. Aber auch wenn längst nicht alle Zimmer fertig sind, gibt sie schon jetzt nebenbei Yogakurse. Auch damit will Steffi in Zukunft Touristen locken. Yoga wirklich formt einen total schönen Körper. Aber das wirklich Schöne am Yoga ist dieses, ich komme jetzt auf der Matte an, ich blende mal alles aus, ich mache einfach mal was für mich selbst. Und am Ende hat jeder einfach dieses entspannte Lächeln auf dem Gesicht und die Leute kommen und bedanken sich und ja, das ist total schön. Extrem angespannt ist dagegen Michi. Der 41-Jährige ist auf dem Weg zum Zoll. Es geht um das Überleben seines Surfshops. Weil die Saison bereits im Gange ist, all seine bestellten Waren aber immer noch beim Zoll festhängen, muss der ehemalige Chauffeur nun ins 150 Kilometer entfernte Colombo, um zu retten, was noch zu retten ist. Ja, es muss einfach jetzt, wir brauchen das Zeug, weil wir haben jetzt so viele Anfragen von den Boards. Einmal die Kunden, die schon vorher Boards bestellt haben und neue Kunden. Und, es gibt ja noch andere Leute, die verkaufen auch Boards. Und wenn wir halt nicht liefern können, gehen wir halt woanders hin. Wir sitzen halt auf unserem Zeug. Ja. Dabei wollte der Frankfurter hier sein Hobby zum Beruf machen und mit Surfartikeln Geld verdienen. Von wegen.
Obwohl Michi bereits die fälligen Steuern für seine Produkte, die er auf Bali anfertigen lässt, bezahlt hat, will man beim Zoll nun noch mehr Geld. Dabei schmelzen Michis letzte Ersparnisse ohnehin längst dahin. Glauben Sie mir, Sie müssen das zahlen. Mehr als umgerechnet 3.000 Euro soll Michi berappen. Dabei hat er schon fast 9.000 Euro an Zoll- und Transportgebühren bezahlt. Weil Michi aber auf die Waren angewiesen ist, um seinen Jahresumsatz zu sichern, zahlt er. Und das mit seinen letzten Geldreserven. Wann seine Klamotten jedoch endlich im Laden hängen, kann ihm heute keiner mit Sicherheit sagen. Michi ist frustriert. Da ist noch eine Menge Arbeit. Bis das alles im Laden hängt, ausgepreist ist und dann verkaufen und bis das Geld wieder drin ist und jetzt mitten in der Saison. Das ist lustig. Macht Spaß. Manchmal hilft eben nur Zynismus. Philipp und seine niederländische Freundin Helen haben das zum Glück hinter sich. Ihr Klettergarten ist rechtzeitig fertig geworden und wird nun traditionell von einem buddhistischen Mönch gesegnet. Das verspricht Glück und Erfolg. Und beides können die Auswanderer gut gebrauchen, finden auch Helens Eltern. Wir sind sehr, sehr stolz und haben nicht erwartet, es werde so schön, wie es aussieht jetzt. Ja, wir haben auf WhatsApp haben wir die Bilder gesehen, aber es ist ganz besser. Helens Eltern sind eigens zur Eröffnung aus Holland angereist und erleben nun hautnah, wie der Klettergarten auf Anhieb seine ersten Besucher begeistert. Yay! Awesome! Dafür hat Philipp seine Firma in der Schweiz verkauft und Helen ihre Anwaltskarriere aufgegeben. Zu sehen, wie die Leute hier nur Spaß hatten und ihre eigenen Hürden auch für sich selber überwinden, also das ist wirklich der absolute Knaller. Und das ist pure Erfüllung, die Erfüllung unseres Traums. Unterdessen ist Michi zurück vom Zoll und um ein Problem reicher. Scheiße. Eine Panne mit seinem 16 Jahre alten Tuk-Tuk, das hat ihm gerade noch gefehlt. Aber Sri Lanka wäre nicht Sri Lanka, gäbe es zu jedem Problem nicht auch die passende Lösung. Auch wenn ich jetzt lange hier lebe und sage, okay, das ist eine Challenge für mich, muss ich dann am Ende trotzdem immer sagen, so, das, was die Menschen einem hier wiedergeben, das ist halt so, es hilft auch, hier dann zu bleiben. Man bleibt irgendwo stehen und dann kommen, keine Ahnung, vier Leute angerannt und sagen, okay, das müssen wir so machen und so. Und es ist dann auch nicht so, dass sie irgendwo dafür dann gleich Geld haben wollen, sondern die machen das einfach gern. Nicht umsonst wird Sri Lanka als Perle des Orients verehrt, die so manche Überraschung bereithält. Doch davon ahnt Geburtstagskind Steffi noch nichts. Und zur Feier des Tages überreicht Mo einen Gruß aus Deutschland. Von meinem Bruder hier nach Sri Lanka geschickt. Und daher ist es eigentlich ist es noch viel schöner, weil ich feiere mit meiner alten und meiner neuen Familie zusammen. Und das Beste, 2 Wochen später ist der Umbau ihres Hostels endlich erfolgreich abgeschlossen. Und das Geschäft brummt für Steffi und ihren Partner Mo. Gute Nachrichten auch für Michi. Seine Waren sind endlich vom Zoll zugestellt worden. Nun kann auch er mit seinem Surfshop endlich Geld verdienen. So wie Philipp und Helen. Inzwischen können sie von den Einnahmen aus ihrem Klettergarten leben und sind beruflich wie privat am Ziel ihrer Träume angelangt. 4 Auswanderer, ein Happy End.